Okay, einfach die Augen zumachen, tief atmen. Auf die Geräusche achten. Du hörst die Natur da draußen, du hörst Stimmen, Geräusche. Irgendwann macht die Arztpraxis wieder auf und du hörst auch noch diese Geräusche, die Stimmen von den Arzthelferinnen. Alles geht voran, alles geht weiter, alles, die ganze Welt. Und du sitzt einfach hier und mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, du entspannst dich immer tiefer. All den Druck, der sich gesammelt hat, aus diesem und dem anderen Grund. Es ist alles nicht deine Schuld. Du hast schon versucht, das Beste zu machen aus jeder Situation. Aber manchmal ist es so, egal was man tut, es gibt so Situationen oder Menschen, die nehmen sich noch mehr und noch mehr Kraft von dir. Und dann investiert man noch mehr und mehr Kraft. Aber je mehr man investiert, desto mehr merkt man, auch das wird genommen. So was du jetzt tust, ist einfach in einen Zustand zu gehen, eine Dimension in dir, wo du alles auf Distanz bringst. Alles auf Distanz. Weit, weit weg. Du atmest tief und langsam. Du hörst meine Stimme, die Musik, die Geräusche. Und du wirst Teil von dieser Situation, von diesem Moment. Als ob du selbst einfach nur ein Baum wärst oder ein Vögelchen oder ein Kissen. Einfach nur ein Teil dieser Situation. Du bist einfach nur da. So wie höchstwahrscheinlich den Baum sich nicht erinnern kann, was gestern war, einfach nur da ist und wahrnimmt, was gerade passiert. Genauso wie höchstwahrscheinlich auch die Tiere nicht wirklich sich erinnern können, nur einen Instinkt haben oder nur Dinge gespeichert haben, wo sie immer drauf zugreifen können. Aber sie leben viel mehr im Moment. Sie sind einfach da und schauen, was gerade passiert. Und du bist auch da und schaust, was gerade passiert. Und es passiert nichts. Du bist einfach nur da. Du bist Teil des Ganzen. Und das Ganze umarmt dich jetzt und lässt dich einfach leben, atmen, so wie du bist. In diesem Moment, du musst nicht Ja oder Nein sagen, du musst nicht antworten. Du bist zu gar nichts gezwungen, du kannst jederzeit unterbrechen. Du kannst einfach nur da sein. Es wird nichts von dir verlangt. Du musst nicht etwas anderes tun, als du bist. Du musst nicht Erwartungen von anderen Menschen erfüllen
Und stell dir auch vor, dass die ganze Vergangenheit, die du in dir trägst, als Erinnerung, einfach nur ein Gedanke ist. Eine Erinnerung halt. Etwas, wo du drauf zugreifen kannst, wenn du dich eben erinnerst. Genauso kannst du dich erinnern, wo du klein warst oder wo du jemanden kennengelernt hast, jemanden, den du lieb gehabt hast oder immer noch lieb hast. Aber es sind alle Gedanken. Und natürlich, diese Gedanken haben eine Art Einfluss auf die Art und Weise, wie es jetzt dir geht, auf die Stimmung, die du jetzt gerade hast, wenn du eben diese Gedanken folgst, wenn du eben diese Vergangenheit nicht nur als Erinnerung wahrnimmst, sondern als etwas, was dich jetzt sehr beschäftigt und sehr wahr und sehr real fühlst, sehr präsent, sehr aktuell. Aber stell dir vor, eben du könntest vor einem Moment einfach nur da sein, so wie du jetzt bist, ohne Vergangenheit. Einfach aus der Tatsache heraus, dass du lebst und atmest und genauso wie im Baum einfach da bist, ein Blatt. Und nur mal angenommen, du wärst jetzt geboren und einfach nur da wärst. Aber du bist nicht als Kind geboren, sondern so, wie du jetzt gerade bist, als Mädchen mit verschiedenen Fähigkeiten und so weiter. Und dann würdest du einfach nur schauen, was tut dir gut, was brauchst du und was tut dir nicht gut. Wenn du in diesem Moment geboren wärst und du würdest auf Steine liegen, dann würdest du wahrscheinlich einen besseren Platz suchen. Und dann würdest du dich wahrscheinlich irgendwo hinlegen, wo es ein bisschen bequemer ist. Oder aufstehen oder laufen. Oder die Sonne schauen. Wahrnehmen, was gerade los ist. Wenn du keine Vergangenheit hättest. Wenn du keine Vergangenheit hättest, würdest du einfach schauen, was jetzt da ist. Und genießen, was da ist. Das bedeutet nicht, dass deine Vergangenheit schlecht ist. Es ist so, wie es ist. Es bedeutet nur, dass du nicht abhängig davon bist. Du bist davon abhängig, wenn du an diese Vergangenheit festhängst, so wie andere Menschen oder Situationen auch daran noch festkleben und dich dort versuchen so stark zu ziehen, dass du dich genauso fühlst. Aber wenn man das schafft, diesen Sprung zu machen und zu sagen, du bist nicht abhängig von etwas, was schon Vergangenheit ist. Es ist nicht mehr da. Dann könntest du ganz in Ruhe sagen, was du jetzt brauchst. Andere müssen nicht wissen oder verstehen, 100%, warum du etwas sagst oder was anderes und wie du das darstellst. Wichtig ist nur, dass du schaffst, diesen Druck, diesen enormen Druck, was aus der Vergangenheit kommt,
loszulassen. Aber jedes Mal, wenn aus der Vergangenheit jemandem oder etwas sich meldet, sich zeigt, wieder erscheint, mit denselben Vorwürfen, mit demselben Druck. Diesen Druck wird plötzlich aktuell, plötzlich sehr lebendig. Es triggert dich total. Aber auch dieser Moment ist vorbei. Ein Stein hat dich getroffen, der Stein ist jetzt runtergefallen. Es tut immer noch weh, aber es ist auch schon vorbei. Du kannst dieser Welle des Schmerzes folgen und in diesem Moment, wo der Stein dir wehgetan hat und während du noch spürst, dass der Schmerz noch da ist, antworten, reagieren. Oder du wartest, bis der Schmerz vorbei ist und erst dann reagierst. Meistens kommt die Vergangenheit so heftig zurück, auf einen Schlag, unerwartet, oder weil, oder gerade in dem Moment, wo man geglaubt hat, jetzt kommt es nicht, dann ist sie wieder da, sie klopft an die Tür und zeigt sich die Vergangenheit. Und verlangt sofort eine Antwort, sofort eine Reaktion. Und unsere Angst zu scheitern wieder oder wieder Probleme zu bekommen ist so stark, so groß, dass wir auch sofort reagieren. Anstatt erstmal einen Moment atmen, uns Zeit zu nehmen und einfach nochmal eine gewisse Distanz zu finden, wo wir sagen können, okay, aber das ist nicht das, was ich will. Ich muss nicht reagieren. Ich muss nicht jetzt alles mitmachen. So, wir reagieren meistens so schnell an solche Situationen, die uns dann so triggern, dass dann die Situation vielleicht zum Teil gerade verschwunden ist, nicht mehr so präsent ist, aber wir fühlen immer noch diesen Echo von dem Schmerz und die Last und der Druck der Vergangenheit ist komplett noch alles da. So egal was kommt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, egal was kommt aus der Vergangenheit, was dir so einen Druck in dir so aufgebaut hat, du reagierst nicht sofort, du lässt dir Zeit, du nimmst dir die Zeit, egal was du sagst, egal was du, wie du das erreichst, du nimmst dir die Zeit. Ist von einer Distanz zu schauen und erst dann entscheiden, was du tust, ob du überhaupt was tust, ob du überhaupt was sagen musst oder nicht und was du sagen wirst. Und während du das alles hörst, entspannst du dich tiefer und tiefer. Dein ganzer Körper entspannt sich. Alle Geräusche, die Natur, die Arztpraxis bringen dich tiefer und tiefer zu dir selbst. Dort, wo du unabhängig bist von allen störenden Faktoren. Ein Geräusch ist gekommen und jetzt ist weg. Meine Stimme kommt und jetzt ist weg. Du bist nicht abhängig davon. Das bedeutet, du musst nicht bei jeder kleinen Alarmglocke sofort reagieren.
Das muss man getan genug tun im Alltag, wenn man Auto fährt, man muss ja nicht aufpassen, okay. Aber das geht mehr um sofort handeln in einer Situation, die mit Bewegung zu tun hat, auf der Straße, zu Fuß, was auch immer. Aber bei Situationen oder Menschen, die eine Unmenge von alten Gefühlen triggern, du wirst in den nächsten Wochen, Monaten dir mehr Zeit lassen. Viel mehr atmen. Zwischen diesem Reiz, was kommt und dich vollkommen aufwühlt, vielleicht zum Teil immer noch. Du atmest und wartest und die andere Person oder Situation, was auch immer für ein Problem ist, wirst dich wundern, fragen, noch mehr, fragen, dich noch mehr und noch mehr in eine Stresssituation bringen. Aber du wirst auch das bewältigen, indem du weiter atmest und dir Zeit lässt und irgendwas tust, damit du erstmal Ruhe haben kannst, erstmal Abstand finden kannst. Und manchmal sind Notlügen, nee, einfach in bestimmten Fällen auch notwendig. Hauptsache, du kriegst diese Distanz, weil es geht ja nur um dich, dass du diesen Druck nicht mehr aushalten sollst. Du sollst nichts mehr aushalten. Du sollst einfach frei sein. Es geht ja darum, dass du dich immer wohler fühlst, dass der Druck gar nicht schafft, so hoch zu kommen, dass der Pegel diesen Drucks nicht mehr so steigt, dass es sofort wieder runtergeht, wenn es hochkommt. Oder dass du einen Weg findest, wie du es runterregulierst. So im Grunde passiert überhaupt nichts anderes, dass alle Menschen, alle Sachen, alle Situationen, alle Erinnerungen, es sei nur ein Foto, ein Anruf, oder einfach nur ein Gedanke, den du hast. Sie kommen, sie platzieren sich massiv vor dir, wie so ein Riesenstein, und du machst einen Schritt zurück. Du gehst davon weg, du nimmst Abstand. Und irgendwann, nachdem du viel versucht hast, mit Abstand zu nehmen und gemerkt hast, dass es alles nichts gebracht hat, diesen Stein verfolgt dich weiter. Trotzdem, du wirst in dir spüren, diesen Abstand, diese Ruhe in dir trotzdem gefunden hast und das wieder die Fähigkeit geben, inmitten diesen Stein genau den Punkt zu finden, wo du einmal schaffst, einfach nur zu stehen. Zu bleiben. Der Stein kann sich nicht bewegen, kann dich nicht verfolgen. Du stehst einfach nur da, du reagierst nicht. Und das ist dann der wahre Abstand. Das ist nicht weggehen, sich verstecken, einfach stehen. Der Stein bleibt dann still, kann nichts mehr tun. Und es ist so, als ob du ihn getroffen hättest, genau an der richtigen Stelle und das ist dann der Moment, wo diesen Stein aufgeht. Vielleicht hat diesen Stein in sich auch ein Herz.
Auch die ganze Vergangenheit. Wenn man sie als einen Stein darstellen möchte, hat auch ein Herz. Hat nichts gegen dich. Möchte nur eins. Mit diesem Druck, was dir ständig gemacht wird. Die Vergangene will nur dir zeigen, dass du dich davon lösen kannst. Und dass du endlich du selbst sein darfst. So je schwieriger, je anstrengender die Vergangenheit sich zeigt, je schlimmer der Triggermoment ist, desto mehr wird es für dich wichtig sein, zu verstehen, zu fühlen, wer du wirklich bist, was du wirklich brauchst. So ist es dann irgendwann kein Problem, dass die Vergangenheit immer noch da ist, sich immer noch zeigt. So, wenn du zwei Wege hast und dein Weg ist gesperrt und es ist immer wieder und weiter gesperrt, erinnere dich nur daran, dass der andere Weg frei ist, dass du den anderen Weg gehen kannst. Also es ist kein Problem, dass dieser Weg weiter gesperrt ist. Das bedeutet auch nicht, dass du deine Vergangenheit hassen musst, Menschen, Situationen, die damit zu tun haben. Du kannst dich ruhig in irgendeiner Form weiter entweder lieben oder akzeptieren oder in dein Leben weiter kontaktieren. Es geht nur darum, dass du für dich entscheidest, welchen Weg du gehen willst. Und irgendwie, du wirst merken, dass diesen Druck in dir immer weniger wird, immer weniger. Vielleicht kennst du nicht diese Geschichte von dem heiligen Franziskus, der kam zu einer Stadt und alle kamen zu ihm und die sagte ihm, es gibt diesen einen Wolf, der die ganze Stadt terrorisiert. Tag für Tag. Oder besser gesagt, in der Nacht kommt der Wolf und terrorisiert und klaut hier und dort Essen und alle haben Angst tagsüber und sie haben versucht ihm zu jagen, sie haben es nicht geschafft. Diesen heiligen Franziskus ging einfach zu dem Wolf im Wald, hat ihn gesucht. Und die haben sich in die Augen geschaut. Das ist die Legende. Und er hat mit dem Wolf gesprochen und gesagt, du wirst das zu bekommen, das zu essen bekommen, was du wirklich brauchst.
Du musst dann nicht mehr terrorisieren. Du wirst die Ruhe, die Leute in Ruhe lassen. So, der kam da an, tagsüber mit dem Wolf in dem Staat und alle waren wie verwundert, dass er mit dem Wolf einfach so laufen kann. Und er erzählt, er gibt dem Wolf was zu essen, was er wirklich braucht. Er wird euch nicht mehr terrorisieren. Damit will ich dir nur sagen, manchmal ist es so, dass die Vergangenheit sich so zeigt, was sie etwas braucht, was aber nicht das ist, was sie glaubt, was sie braucht. Es ist nicht das, was du ihr geben kannst in dieser Art und Weise, wie sie glaubt. Du kannst nicht der Vergangenheit etwas geben, was nicht mehr da ist. So, das, was sie wirklich braucht, ist ganz was anderes. Vielleicht wird es einen Moment geben, wo du die Vergangenheit in den Augen schauen wirst und fragen wirst, was brauchst du wirklich? Weil das hier ist nicht das, was du brauchst. Ich bin nicht das, was du brauchst. Nicht in dieser Weise, nicht in dieser Form. Du brauchst was ganz anderes. Und das kann ich dir so nicht mehr geben. Du kannst nicht an meine Tür klopfen, Vergangenheit, um betteln oder mich erzwingen, dir das zu geben, was damals war oder nicht war, was du nicht bekommen hast. Es wird also ein Tag kommen, wo du einen ähnlichen Gespräch mit der Vergangenheit führen wirst. In dir selbst oder mit Menschen, die damit zu tun haben, das ist egal. Wenn du aber identifiziert haben wirst, was es ist, entweder du findest einen Weg, wie diese Person oder Situation oder Gruppe, was auch immer, das bekommt, ohne dass du darunter leiden musst, ohne dass es von dir unbedingt ausgehen muss. Oder du kannst derjenige, diejenige einfach einen Weg zeigen, wie sie dahin kommt. Und vielleicht auf indirekte Weise. Vielleicht ist manchmal genug, wenn man selber weiß, was genau Sache ist. Du bist aber nicht hier, um Dinge aus der Vergangenheit zu reparieren, wo du nicht schuldig bist. Du bist hier, damit du auch lebst und frei bist. Damit du nicht mehr dich verletzen musst. So, ich zähle von 3 bis 1. Du atmest tief und langsam. Und dein Unterbewusstsein wird dann in den nächsten Tagen, Wochen dir helfen zu entdecken, was genau benötigt wird. Was genau ist es? Damit du dich nicht in der Pflicht fühlst, etwas zu tun oder zu geben oder zu machen, was nicht in deiner Verantwortung ist, damit der Druck weiter und weiter schrumpft, damit egal was kommt, du den Druck nicht sofort so hoch spürst und sofort es regulieren kannst, bevor es zu spät ist, bevor du wieder auf den Gedanken kommen kannst, dir selbst was anzutun, was du auch nicht verdient hast. 3, du hörst meine Stimme lauter. 2, du fühlst deinen ganzen Körper. Und 1, du machst die Augen auf.